Activate. Ja, der Track muss durchlaufen, glaube ich. Ne? Nee, ich kann nur nicht unterbrechen. Es ist nur ein Schnitzel. Genau. Der dritte Part ist hier, dieses Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Wir werden immer wieder so ein Part hin haben, wo wir über Aktivismus reden, was man machen kann, wo man sich einsetzen kann, wo man anstiften kann und so weiter. Denn tatsächlich ist es so, siehe oben, dass es viel schon getan ist, sich zu informieren, mit anderen darüber zu sprechen und aber auch Dinge zu tun. Denn es gibt ja scheinbar noch eine ganze Menge Nachholbedarf da. Wir werden auch mit Gästen darüber reden und versuchen auch Gäste dazu reinzubekommen. Und heute stellen wir halt eine Sache vor. Vielleicht kennt ihr die schon, vielleicht noch nicht. Ich erzähle einfach mal. Und das ist Schwarm for Future. Mhm. Klingt total irre und hat dann oben diese Vögel da und man denkt, was ist das und so. Nein, das ist tatsächlich in dem ganzen For Future Kosmos ist das eine bestimmte Mobilisierungsart. Wenn wir über Aktivismus reden, gibt es ja unterschiedliche Mobilisierungsarten, wie zum Beispiel Petitionen oder Straßensperren oder Demos oder. Und eine davon ist halt eben auch, dass man direkt mit politischen Vertretern spricht. Das ist zum Beispiel etwas, was man indirekt machen kann. Das machen zum Beispiel Querdenker so, Pegida macht das so und hat damit ja auch tatsächlich in ihren Mobilisierungen sehr viel Erfolg. Also sprich, dass die dann vorgefertigte Massenmails nehmen, einfach ihren Friedrich Wilhelm untersetzen und das dann dahin schicken und denken, Politiker, oh Gott, die Rassisten sind ja jetzt irgendwie ganz relevant oder die Seuchenfreunde und so weiter. Das ist das nicht. Das kann man natürlich auch immer machen. Also dass man sagt, übrigens der Planet brennt, bitte tut was dagegen, liebe Bundestagsabgeordnete. Das ist noch ein bisschen konkreter. Nämlich, was man hier macht, du kannst dich auf der Webseite anmelden und sagen, hallo, ich bin die Sandra, ich möchte gerne hier aktiv werden und gibst deine Daten ab, nehme die Kontakt mit dir auf und dann gibt es eine Möglichkeit, aktiv zu werden. Und das heißt, wir haben ja in unserem politischen System Kommunen, das heißt also Wahlkreise, Städte, Gebietskörperschaften, dann Kreise, Länder und der Bund, also verschiedene politische Ebenen und alle müssen erreicht werden. Und alle müssen halt irgendwie mit dem ganzen Thema in Verbindung kommen. Und das eine ist halt einfach die zuzuspammen und das andere ist, persönlich mit denen ins Gespräch zu gehen. Mhm. Weil das viel, viel schwerer ist, jemandem ins Gesicht zu sagen, weißt du was, deine Zukunft ist mir egal. So, anstatt einfach nur einen Brief zu ignorieren. Das heißt, was Schwarm for Future macht, ist, gemeinsam dich fit zu machen. Das läuft dann über Trainings, die sind am Wochenende, die gibt es fernmündlich und vor Ort, fit zu werden auf dem Ganzen, was Argumente angeht und so weiter. Und dann tatsächlich mit Politikern dann ins Gespräch zu kommen, in den Austausch zu gehen, in verschiedenen Arten und Weisen. Ich mal jetzt quasi erstmal grob das Bild. Ich finde das deswegen so spannend, weil das sehr, sehr konkret ist und genau an der Stelle ansetzt, wo man tatsächlich auch ein bisschen Bewegung und auch ein bisschen Betroffenheit schaffen muss, dass für uns als Wähler das Thema wichtig ist. So, Patrick. Sehr gut. Vielen Dank. Ich kann dem fast nichts noch hinzufügen. Also, schau dir an, ich habe sozusagen im Link. Was sagst du? Ich hatte nur du hast gerade eben so einen Auftaktatmen, so, deswegen hätte ich gedacht, da war es. Nee, gar nicht, sondern ich habe sozusagen parallel auch nochmal den Link in den Chat gestellt. Schaut euch das an. Finde ich eine sehr gute Sache und vor allen Dingen auch die Sache, das wäre dann so ein bisschen die Frage gewesen, wie schult man sich? Also letztendlich, wir versuchen ja auch sozusagen so Wissen und so weiter jetzt zu vermitteln. Da kann man immer auch was rauspicken, wenn man in solche Gespräche geht und so weiter. Aber wenn die auch noch extra Rhetorik-Trainings und so weiter machen, sehr, sehr gute Idee. Also weil da muss ja der Hebel hin an die EntscheiderInnen, die Politik letztendlich machen. Und tatsächlich überschätzen wir ja immer so die Spitzenpolitik in Berlin und so weiter und unterschätzen dabei eben aber genau diese Wahlkreise, wo es normalerweise relativ wenig Berührungen gibt, aber das ist der Hebel, glaube ich. Ich gebe mal ein Beispiel, also gerade Kommunen, es wird zukünftig, also neben den großen politischen Leitlinien ganz klar, wird aber auch unheimlich viel in Kommunen entschieden werden. Die Städte sind halt die Zentren, wo der Change tatsächlich stattfindet und da hat ein Bürgermeister und jemand auch der nächsthöheren politischen Form halt irgendwie sehr viel Macht und Einfluss auch konkret. Wenn wir uns jetzt mal Paris angucken, wo bestimmte Teile autofrei sind und so, ist ein gutes Beispiel. Das Spannende ist, Hannover als eine Stadt, das ist eine der ersten Städte gewesen, die sich gerühmt hat, besonders autofreundlich zu sein. Okay. Und sie ist jetzt die erste Stadt, die tatsächlich versucht, nein, nicht autofeindlich, aber menschenfreundlich zu werden. Also sprich, diesen ganzen
Zentralismus um das Auto herum wieder zurückzubauen und so. Und ich weiß jetzt nicht, ob hier der direkte Einfluss war. Ich denke mal, die großen Bewegungen, die nehmen natürlich auch lokale Politiker wahr und jeder weiß irgendwie, wir müssen irgendwie vom Individualverkehr in Städten langsam wegkommen und so. Aber das ist halt irgendwie spannend, weil man sieht, dass eben auch in Kommunen sich selbstständig eine ganze Menge bewegen kann und das ist dann Life Change, der dann eben entsteht. Und durch sowas kann man es dann eben positiv bewirken. Zweiter Satz noch dazu. Es gibt, wie gesagt, viele verschiedene Mobilitätsformen. Wenn man sagt, ich habe jetzt einfach, ich kann aufgrund meiner Arbeit, wie auch immer, an diesen Streiks nicht teilnehmen oder ich mag das und das nicht und so weiter. Das ist halt eben eine Sache, die man sich angucken kann und man kann dann mit einem Elan sehr viel Wirksamkeit haben. Sehr, sehr gut.